würde ungern Schnaps von... Hey, das wollte ich nicht, danke. Noch ein Feuerteufel. Lass mal zählen an diese, oder? Ja. Yikes. Ja, es lebt noch. Dann sammeln wir noch mal ein. Nein, nicht runter da, danke. Hier kann man sich quasi verstecken, oder was? Davon hast auch nichts, aber hey. Ich hoffe, das war die einzige Mine hier. Falls nicht, werde ich gleich relativ schnell Gulasch sein. Ich kann es mir einbilden, aber ich glaube, ich hatte draußen gerade einen Rasenmäher. Also nicht im Spiel, sondern draußen real life. Falls man das in der Aufnahme hört, I'm sorry, Fenster sind zu, ich kann nichts dafür. Hier oben ist wirklich nichts. Ist ja noch weniger, als ich vermutet hätte. So, wir müssen noch irgendwo hin erstmal, um uns zu erholen. Ich verkriege mir erstmal ins Lager, ist eine gute Idee. ...244 Tode mittlerweile. Was das früher wohl mal war? Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ich weiß es nicht. Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass dass der Klerdeker unten uns vorher suggestiert hat und zwar ziemlich stark. Von Windpark aus können wir eigentlich zu beiden laufen, oder? Sieht gut aus. Westen, das ist die Richtung. So. Okay, das ist kein Rasenmäher. Doch, das ist ein Rasenmäher. Die mähen in unserem Garten, ich sehe es gerade. Das klingt im ersten Moment an ihr, wenn Heli ist, ich das Headset abgenommen habe.
Ich mag das Schwert. Aus Giftschwert bin ich noch mal gespannt. Kommen wir uns direkt den großen vor. Wow. Ich level nebenbei auch noch, weil warum nicht? Brauchen wir sowieso. Oh nein. Das funktioniert mit Kaya ziemlich gut. Das hat er mit Isa? Frank? Nee. Falk. Das hat mit Falk und Crowny nicht so gut funktioniert. Dreimal Metallschrott in der Reisetasche. Und ein Goldbrocken und ein Schlafsack. Und ein toter Otter. Ein Haufen Elixid und eine Öllampe. Ja. Der wollte es ja wahrscheinlich auch gemütlich machen. Ah. Ominöser Zettel. Oh, stimmt, mit einem Haufen Notizen vorhin auch noch. Fred war hier. Zweimal, okay. Stimmt, das hat man vorhin schon gesehen. Beschwerde schreiben. Erste Warnung. Die Lieferung sollte bereits vor einer Woche fertig sein. Bis jetzt haben sie uns nur ausweichende Antworten gegeben. Wenn sie nicht in den nächsten 3 Tagen antworten, werden wir unser Geld zurückverlangen. Das war auf jeden Fall vor dem Ding. Bewirb dich jetzt. Möchtest du wissen, welche Förderung für dein Kind am besten ist? Wir übernehmen die Untersuchung in unserem Gesundheitscenter. Infinite Skies. Ich mag die irgendwie. Takas Tagebuch hat noch gefunden, genau. So viel Schnaps wir trinken können. Ich bin heute mit meinem besten Kumpel losgezogen, um die Geschichten endlich zu überprüfen. Mein Vater würde mich schlagen und einen Idioten nennen, aber der wurde längst vom Würmern gefressen. Die Gerüchte über meinen Urgroßvater sind wahr und sein Weg durch die Minen hat funktioniert. Diesen Schatz hat sonst doch keiner angerührt. Hab meine Jungs damit beauftragt, das Minenfeld zu erweitern. Diesen Schatz wird uns niemand mehr streitig machen. Er ist noch so viel Schnaps gelagert, damit kommen wir ein Leben lang aus. Hab meine Jungs ein bisschen Schnaps an Chloe verscherbeln lassen, so können wir uns hier ein verdammt gutes Leben machen. Ich denke, wir sollten bei Gelegenheit nochmal in die Anlage zurückkehren. Ich habe noch immer keinen Typen gefunden, der sein Heiltrankrezept verkauft hat, oder? Ich erkenne nichts gerade. Bei mir ist einfach nur alles schwarz mit der Flamme da hinten rechts.
kommt mir vage bekannt vor und ich habe keinen Bock auf einen neuen Ripper. Na, dann bringen wir es hinter uns. Wo kommt er? Da. Willst du bitte runterlassen? Ich möchte unbedingt ins verstrahlte Gebiet rum. Dann kommt er jetzt auf das runter, das bin ich. Danke, dass du da warst. Gerne. Das hätte schief gehen können. Oh, ein Trick, alles klar. Dann spritze ich mir mal einen Radionit. Einfach nur das Ziel, das es verspricht. Hallo? Ich werde hier auf dich warten. Kette, Abenteuer. Das war wohl nichts. Zu einfach. Zwei goldene Kelche und zwei Antitoxin. Drei Antitoxine. Ich werde hier auf dich warten. Was? Ich werde hier auf dich warten. Ja. Da ist es. Oh Gott. Bin ich froh, dass sie sich nicht die Strahlenkrankheitsdinger von Dings angesehen haben. Von Stalker. Aber es ist nicht schon wieder Zeit für einen Cut. Das passt gerade ganz gut. Dann gehen wir nochmal zurück ins Lager, schlafen wir es nochmal aus. Und dann cutten wir. In Stalker würdest du, wenn du so kurz in der verstärkten Zone bist, dass das hier heute sterben. Also nicht instant, aber du wirst so verstrahlt, dass du innerhalb der nächsten Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. So viele Heilsachen kannst du dir gar nicht mitnehmen. So, dann entschuldige ich mich nochmal für den Rasenmäher, falls man ihn gehört hat. Danke euch ganz herzlich fürs dabei sein. Wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Nächstes Mal. Ja, genau, gute Nacht. Wünsche euch einen wunderschönen Samstag, das wollte ich sagen. Heute Abend ist kein Stream, wenn ihr das hier seht, weil ich den Plan. Also höchstens nicht spontan, weil ich den Plan ja schon bereit habe. Das heißt. Wir sehen uns entweder morgen Abend, weil Sonntag kommt noch eine neue Folge Star Wars Squadrons, was mich sehr freuen würde, wenn ihr da reinschauen würdet. Oder
Dienstag vermutlich zum nächsten Stream. In diesem Sinne, danke nochmal fürs dabei sein. Habt eine schöne Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und wir sehen und hören uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss.